Hallo meine Lieben und willkommen zum aufgebrauchten Video. Ich habe im Februar auch ein bisschen was verdüftelt. Nicht nur meine Sachen natürlich. Und die wollte ich einfach mal vorstellen, was ich hier verdüftelt habe. Und wenn dann auch mal wieder was einziehen sollte, werde ich das euch natürlich hier auch zeigen. Ich mache ja selber Handmade, wisst ihr ja alle. Aber ich teste oder dufte auch gerne von anderen Handmade-Feen oder auch industrielle Wachse gerne, so wie Yankee Candles oder Kerzen und sowas, kommen halt auch öfters dazu, was ich halt aufgebraucht habe. Und deswegen mache ich einfach mal querfeldein. Ich sortiere gerade mal ein bisschen. Einfach, was ich jetzt mal aufgedüftelt habe. So, also wir fangen erstmal an mit Miss Curly Wachs. Da habe ich einen kleinen, den habe ich mir bestellt. Das ist Bubble Champagner. Und ich muss sagen, ich hatte ihn einmal in der Tafelform, glaube ich, oder in Riegelform und einmal in diesem kleinen Becher. Und ich mochte den sehr gerne. Also der war halt frisch, floral irgendwie. So fand ich ihn, mit ein bisschen Frucht vielleicht auch noch. Also war ganz lecker. Ich hatte ihn einmal in der Wohnstube und dann einmal im Bad. Das Bad ist halt kleiner, deswegen roch er da ja auch definitiv viel intensiver als in der Stube. In der Stube habe ich ihn nur so wahrgenommen, wenn ich vorbeigelaufen bin an meiner Duftlampe, aber im Bad war der gut zu riechen. Also war nicht schlecht. Und dann habe ich von Miss Curly Jen den Lufthauch gedüftelt und den hatte ich auch im Bad. Und da muss ich sagen, das war so ein richtig frischer, sauberer Duft halt. Wobei ich sagen musste, dass der nicht so lange gedüftelt hatte. Da war der Clementine, der Bubble Champagne oder Champagner, war definitiv länger haltbar als der. Da hatte ich auch so nur noch so zwei Stücke aus dem Tauschpaket. Aber war auch richtig schön. Dann hatte ich von Römer Kreationen hier auch so einen kleinen Becher, Kirsch Slushy. Den hatte ich in der Küche an. Und da muss ich leider sagen, den habe ich also gar nicht so richtig wahrgenommen, leider Gottes. Und ich weiß auch nicht, wie alt die Düfte sind. Ich habe auch noch ein paar andere, die ich gerade noch durchteste. Ja, also war okay, aber leider habe ich nicht lange genug wahrgenommen. Dann habe ich hier ein The Wax Wonderland. Die kannte ich gar nicht, habe ich auch aus dem Tauschpaket. Und das ist Witch's Brew gewesen. Und das war halt ein fruchtiger. Jetzt müssen wir mal gucken, wie ich das hier aufkriege. Ja, so ein fruchtiger, dunkler Beerenduft, würde ich sagen. Den hatte ich im Bad an. Ich habe so gerne Düfte im Bad an. Und der war auch richtig kräftig. Also da hätte ich ruhig weniger dosieren können. Gefiel mir gut. Aber ob ich jetzt da bestellen würde, weiß ich jetzt nicht so. Also von daher. Also hier habe ich einmal von mir einen aufgedüffelt, das ist ja gut, die gute Besserung. Und der ja, war heftig intensiv, also ich musste den ausmachen nach ein paar Minuten. Den hat ja mein Mann für mich gegossen damals und ich musste die Fenster aufmachen, also der war echt heftig intensiv. Den hätte ich auch ein bisschen weniger dosieren können. Heute hatte ich ihn die zweite Runde an und da wurde es schon ein bisschen besser. Genau. Dann haben wir von der Wachsmacherei Sugar Red Tea. Also richtig schöner, toller. Oh, ja, ist das ein fruchtiger Tee? Also so, ja, er ist süß. Hatte so ein bisschen, überhaupt keinen Fruchteinschlag, sondern ein bisschen fruchtig, teig. Also ein ganz, ganz toller Duft. Den würde ich mir auf jeden Fall nochmal nachkaufen. Dann habe ich von In the Mood Design, habe ich, hier ist Gold Digger oder so aufgebraucht. Und der war auch, der hat lange angehalten, den hatte ich im Flur und den hat man auch super wahrgenommen. Also der ging bis in die Stube und alles. Also wie gesagt, den von ihm, The Mood Design, finde ich sehr, sehr schön. Dann habe ich nochmal Wachsmacherei aufgebraucht, Lavender Berry, also der ist von 21, also der war auch schon ein bisschen älter, aber das hat dem Duft überhaupt nichts abgetan. Den hatte ich im Schlafzimmer an und der war ja so gute ein, zwei Stunden richtig gut wahrzunehmen. Und dann weiß ich auch nicht, was auf einmal passiert ist. Dann habe ich den irgendwie
nicht mehr so gut wahrgenommen. Da hat meine Nase sich dran gewöhnt. Aber es war ein richtig schöner Lavendelberry-Duft. Also nicht zu süß, dennoch entspannt. Und ja, also würde ich vielleicht nochmal testen, wenn er nochmal kommen würde. Dann habe ich vom Botchins Wachsmelz. Find Your Happy, den hatte ich gestern erst in der Lampe und aufgebraucht. Und das war auch ein toller Duft. Also den mache ich heute auch nochmal an. Kann man sich nicht beschweren. Also ein richtig schöner, parfümiger, aquatischer irgendwie Duft. So leicht süßlich, floral vielleicht. Also auch, der war echt schön. Dann hatte ich Frankie von Soul Fragrance bei Duftmädchen an. Das war so ein grüner, großer, ein großes Melk. Und der war für die Küche einfach perfekt für mich. Der war irgendwie, hatte der so eine, ja, wie soll man das sagen, so eine schöne Foodie-Note einfach. Ich weiß nicht, ob da Kürbis drinne war. Also der passte perfekt auf jeden Fall in die Küche und war super. Ja, also das waren meine Handmade-Wachse, die ich aufgebraucht habe. Dann hatte ich von Yankee Candle Snow Glow Wonderland. Also ich muss sagen, ich war ja früher ein riesengroßer Fan von Yankee Candle. Heute überzeugen die mich leider fast gar nicht mehr. Und wie gut, dass ich die Wachscrumbs hatte, um das zu testen. Ich mache die immer in Sensi-Piece. Wie heißen diese? Die Schalen da rein. Und der war also wie ausgepufft. Den habe ich fast gar nicht wahrgenommen. Deswegen, Dann habe ich hier einen schönen gehabt, Treehouse Memories. Na, was heißt schön? Ich fand, er roch irgendwie, ja, am Anfang ganz schön. Und dann hatte ich so ein bisschen, wurde mir ein bisschen übel von dem Duft. Ach, das hört sich irgendwie ganz schlimm an. Aber Treehouse Memories war halt nicht, absolut nicht mein Duft. Also würde ich mir auch auf keinen Fall nachholen. Dann habe ich von Chestnut Hill den hier, den Country Roads, aufgebraucht. Und das ist ein absoluter Herbstduft eigentlich. Mit ein bisschen Apfel, Zimt, also wirklich so ein bisschen laubig. Und der war sehr schön. Und ich muss sagen, von Chestnut Hill, die sind super intensiv. Und ich mag die auch richtig gerne. Selbst mein Mann findet die klasse. Das Einzige, was ich so ein bisschen empfinde, dass sie schnell aufgebraucht sind in Teelichtlampen. In elektrischen Duftlampen halten sie halt ein bisschen länger, aber das ist jetzt auch nicht die Welt. Aber ich würde sie trotz allem, würde ich sie nochmal kaufen. Dann haben wir Crossroad, habe ich Guave Cucumber, aufgebraucht im Badezimmer. Und den fand ich auch sehr schön. Er roch mehr nach Gurke als nach Guava, fand ich. Also man hat den Gurkeneinschlag sehr, sehr, sehr doll gerochen. Und er war auch intensiv, also in meiner Nase im kleinen Bad war der sehr intensiv. Fand ich auf jeden Fall auch sehr gut, aber würde ich mir nicht mehr nachkaufen. Dann habe ich noch von Scentsy ein paar Dinge aufgebraucht. Scentsy mag ich ja recht gerne. Aber ich muss sagen, ich finde bei allen Scentsy, was ich jetzt ausprobiert habe, haben sie irgendwie immer dieselbe quietschige, schöne Note, die ich auch sehr mag. Hier haben wir den Pink Pisionetta. Ja, ist für mich ein floraler, pinker Duft gewesen. Ich muss sagen, in der Teelichtlampe halten sie so bei mir immer 1-2 Tage. In der elektrischen Duftlampe nehme ich sie seltenst wahr. Das ist halt der Nachteil, finde ich. Also meine Nase macht mir da einen Strich durch die Rechnung. Aber der war sehr schön, aber muss ich auch nicht nachkaufen. Dann habe ich damals für meine Tochter hier den Olaf bestellt. Und den fand ich ja wunderschön, auch im Bad, weil der halt so eine Minznote drin hatte und auch so was leicht Süßliches. Also auch ein ganz schöne Melz gewesen. Den würde ich eventuell auch nochmal nachkaufen. Und dann haben wir Euro 10 Rise and Shine. Rise and Sunshine, so rum. Und der war einfach Bombe. Der war spritzig, orangig. Das mag ich ja sowieso. Ich bin ja so eine fruchtige Nase und der war richtig, richtig schön. Den würde ich auch nochmal nachkaufen. Falls ihr ein bisschen was hört, meine Tochter ist im Hintergrund. Dann haben wir den von der Disney Madness of Evil oder wie sie hieß.
Entschuldigung, weil ich es nicht richtig aussprechen kann. Aber der hatte nachher so abgeölt. Also der ist mir aus der Packung ist der rausgelaufen. Ich weiß nicht warum. Und der war schön. Der hatte irgendwas Fruchtiges, Dunkelfruchtiges wie Trauben oder Pflaume. Ich weiß gar nicht mehr genau, was da drin ist. Aber auch eine richtig süßliche, fruchtige Note. Also die süßliche, den Untergrund rieche ich immer. Also auch ein ganz toller Duft. Aber der hat da echt gesifft. Und ihr seht, meine ganzen Hände sind ölig. Ich weiß nicht, was mit dem passiert ist. Dann habe ich noch A True Love aufgebraucht. Auch aus der Disney Princess Collection. Und der war mir zu floral. Also ich bin ja auch ein florales Mädchen. Aber der war mir eindeutig zu floral. Der hatte zu viel Rose oder so drin. Und ein bisschen zu grünstängelig, sage ich mal in Anführungsstrichen. War nicht super schlecht, aber halt nicht ganz meinen Geschmack getroffen. Habe ihn aber trotzdem aufgebraucht. Und hier ist einer meiner Lieblinge. Die Looney Tunes waren auch super toll. Oh. Ach, auch, die haben auch wieder was Fruchtiges, was Quietschiges, was leicht Süßliches. Und ich weiß aber wirklich nicht, also bei mir lagern die dunkel im kühlen Schlafzimmer. Und trotzdem, wie gesagt, die ölen alle komplett aus, sobald sie ein bisschen länger stehen. Und mir ist aufgefallen, sobald ich zwei oder drei rausgenommen habe, der Rest, der fängt dann an wie zu schwitzen. Könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, warum das so ist. Also ich mache ja selber Duftwachs, aber das habe ich auch halt bei meinen und bei anderen Handmade-Feen auch noch nicht gesehen. Ja, das ist so der letzte. Dann kommen noch Kerzen. So, dann habe ich noch drei Kerzen leer gemacht von Ghost Creek sind das alles. Einmal diese schöne, die habe ich damals gekauft in dem Label. Und das ist Silly Tricks. Also der ist over. Also er hat nicht ganz bis nach unten gebrannt, der ging dann einfach irgendwann aus, war fertig. Das war so ein Cerealienduft, sage ich mal, der fruchtig war, man hat ein bisschen die Milch rausgerochen. Also war ein ganz, ganz schöner Duft, hatte ich im Flur. Also alle, ich brenne im Flur, weil da habe ich keine Steckdose für eine elektrische Duftlampe oder so, deswegen. Dann habe ich hier auch wieder eine, die ist auch nur bis da abgebrannt, einmal die Jungle Pebbles. Also, und der war mehr fruchtig, noch fruchtiger als der andere, fand ich. Mit so ein bisschen mehr Cerealien-Hintergrund. Was ich aber bei denen irgendwie sagen muss, die rußen ordentlich. Also man sieht auch, das Wachs ist verfärbt. Ich weiß nicht warum, ich habe immer doch Pflege betrieben, aber waren auch schön. Das wäre auch eine Kollektion, die ich mir auf jeden Fall nachkaufen würde. Dann habe ich Spigot Strawberry, guck mal, das ist noch schlimmer, da sieht man es auch. Von der Ice Pops Collection. Und der war einfach da nach Erdbeer gerochen. Aber der hatte noch irgendwie so eine pikante Note mit drin. War auch wunderschön. Aber wie gesagt, irgendwie brennen die halt super schlecht rund. Also runter schon, aber da bleibt immer noch so viel auf dem Boden. Und da das Wachs auch schon so verrußt ist, riecht man auch ganz, ganz viel Ruß. Deswegen lohnt es für mich nicht, den Rest irgendwie abzugießen und das noch Melz draus zu machen. Ja, das waren auf jeden Fall die drei Kerzen, die ich aufgebraucht habe und die Melz. Ich hoffe, euch hat das kleine Aufgebraucht-Video gefallen. Wenn ihr mehr solche Videos haben wollt oder auch Tauschpakete, Unboxings, wie auch immer, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Ich freue mich auf jeden Fall, jetzt öfters solche Videos abzudrehen. Und ja, dann würde ich sagen, wir hören und stören.